und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier bei Tom Clancy's The Division mit mir, dem Oro. Wir diesmal, ich muss zugeben, ich habe von hier die Quest abgegeben und bin mal hier hoch zur Dark Zone gereist, wo ich schon mal rausgekommen bin. Direkt ins Safehouse. War aber der kürzere Weg, als jetzt quer durch die Pampa laufen, habe ich mir so überlegt. Ihr müsst ja nicht sehen, wie ich einmal quer durch die Pampa laufe. Ja. Eine komplett eingetütete Kirche. Nein, wir wollen nicht in die komplett eingetütete Kirche, wir wollen in den Untergrund, sehe ich gerade. Und da sind wir auch schon am Safe House. Schöne Katakomben, möchte ich mal anmerken. Gut. Schön, dass Sie da sind. Wir haben hier einige Probleme zu lösen, die ich für Sie noch Priorität notiert habe. Wissen Sie was? Wir machen das ruhig und konzentriert. Ich muss wissen, wie es ihr geht. Hey, ruhig. Da drin sind Kranke. Das meine ich doch. Ich werde jemanden zu deiner Schwester schicken. Das hat er noch. Machen Sie es gut. Wir sehen uns. Das ist die Schwester. Ach, die Kinder machen mich immer depressiv, wenn ich die sehe. Hey, 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 hey. Schauen wir mal. Na, viele Aufträge sind es nicht. Habe ich da was vergessen? Ich glaube ja. Irgendwas habe ich vergessen. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Ah, hier. Den Spend. So, und dann jetzt aber ja raus und die letzten paar Aufträge abschließen. Warnung, Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Da weiß wohl jemand nicht, wann er aufhören sollte. Wir haben erfahren, dass ein LMB-Sergeant mit dem Namen Mosley einen Mann vor den Augen seiner Familie erschossen hat. Sowas sollte nicht im Raum stehen bleiben. Jemand sollte ein Exempel statuieren, bevor Mosleys Freunde anfangen, ihn nachzuahmen. Und da kommen Sie ins Spiel. Okay. Hübscher Stacheldraht. Ein bisschen grob, aber naja. Ganz beschissene Position, die ich mir gerade ausgesucht habe. Und zwar verdammt beschissen. Scheiße. Weg von mir. Noch wer? Nein. Regeneriere dich. Greif mit Ziel an! Nicht nachlassen! Thank you.
Nein, nachgeladen wird hier nicht. Und dann killen wir uns den Mosley. Vielleicht ist aber Ted Mosley. Der war schlecht. Kleine Kampfratte. Ich mag das einmal, das Schild und die Pistole in Kombination. So, und dann schnappen wir uns den Mixer. Genau die Art unberechenbares Risiko, das wir hier nicht brauchen. Jetzt, wo sie ihn aus der Gleichung gekürzt haben, ist es für alle sicherer. So, dann ab nach hier unten, dann noch hier rüber und einmal die Kurve. Ja. Das dürfen wir alles wunderbar in der Folge abarbeiten können, würde ich mal so schätzen. Denke ich, vermute ich, könnte sein. Jetzt, wo wir Schild getestet haben, gehen wir mal auf was Neues. Das ist ja sonst, wir wollen ja mal was anderes immer mal was nehmen. Nehmen wir die große Ladung. Toll. Kann man von den Klohäuschen auch die Türen zumachen? Natürlich nicht. Auto kann die Türen zumachen, Klohäuschen nicht. Toll, hier gibt es wirklich nicht weiter. So ein Dreck muss jetzt auch noch eine riesen Kurve laufen, oder? Dann werden wir aber die Wegplanung anders setzen. Nämlich direkt auf die andere Seite. Wenn wir andersrum gegen Uhrzeigersinn arbeiten. Passt mir zwar persönlich gar nicht, weil ich eher mit dem Uhrzeigersinn arbeite. Ich weiß nicht. Persönliche Sache. Aber naja. Nichtsdestotrotz weiter im Kontext. Ein gutes Herz. Ja, ich muss mir mal umziehen bald, das ist ja. Ich würde jetzt gerne ein paar JTFs aufmischen. Er wollte doch ein paar JTFs aufmischen. Er wurde jetzt schon ein paar JDFs aufgemischt. Verlorene Medikamente entdeckt. Na, wenn wir jetzt schon einmal hier sind, nehmen wir die verlorenen Medikamente gleich mal mit. Macht mir zwar wieder meine Planung zunichte, aber naja. Dass das ja inzwischen ihr normaler Standard ist, ist ja klar.
Rezeption. So, Nummer 1. Da drüben ist Nummer 2 und Nummer 3 und dann haben wir es auch geschafft. Aber alle schön weit weg, damit du ja extrem langsam durch die Pampa läufst. Ich muss sagen, dieser Auftrag ist nach meiner Meinung einfach nur ein zeitschinder Auftrag, den Ubisoft hier eingebaut hat, damit, damit sie selbst sagen können, okay, du hast 84 Stunden gespielt anstatt 82. Aber ich sag mal, das sind wir ja von Ubisoft Games absolut gewöhnt. Sei es Assassin's Creed oder Far Cry, dass die Leute, dass Ubisoft massiv Zeit schändet. Ist ja natürlich klar, kein Con oder keine wirklichen Story oder sowas, sondern einfach nur Masse anstatt Klasse. War früher anders, aber ist den Entwicklern oder Entwicklungsstudio heute einfach zu teuer, da jemanden ranzusetzen, der sich da Gedanken macht, wie man das mit einer schönen, logischen Variante füllen kann. Aber naja. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Ja, es ist ja wirklich so. Leider Gottes, wir sind inzwischen an einem Punkt angelangt, wo die sogenannte Ubisoft-Formel oder ja doch Ubisoft-Formel da einfach sehr stark am Ziehen ist. Kein Content liefern, beziehungsweise keine Quests liefern, die man wirklich als Quest bezeichnen kann, immer nur sowas. Hol den einen, bring den anderen um, hab Sex mit dem dritten. Irgendwas ist immer. Aber eben das ist 100-mal das gleiche. Das ist immer den Feuerwehrauftrag mit dem Wasser. Immer wieder dasselbe in derselben Instanz, anstatt wenigstens verschiedenste Instanzen zu machen. Oder Bereiche. Nein, man kopiert den einen Bereich 100-mal und spart dafür einen Entwickler, der an das Geld geht, ja. Kräfte nähern sich. Aber naja. Machen, was sollen wir dagegen machen? Der Spieler kann eigentlich nur mit einem was dagegen machen. Und zwar mit dem. Er kauft es nicht mehr. Aber das macht keiner, weil es einfach. Die Spiele sind ja gut. The Division macht unwahrscheinlich Spaß. Ist wunderschöne Optik. Hat ein gutes Setting. Aber. Man hat eben wieder diese Zeitschinderei eingebaut, damit man ja sagen kann, du kannst 82 Stunden spielen. Selbst wenn das eine glatte Lüge ist, aber meine Güte. Dass Ubisoft und EA einen belügen, ist ja schon seit längerem jedem bewusst. Oder belügen ist eigentlich falsch ausgedrückt. Sie sind eher clevere Firmen. Haben wir es gleich geschafft. Don't Tell Mom. Den Film würde ich mir sogar angucken. Ich finde den Titel ganz sympathisch. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. So, dann zum nächsten Auftrag. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Sie kooperieren. Hörst du alles, was du hörst? Also langsam nimmt meine Schussqualität wenigstens wieder zu. Verschwinde einfach von hier. Oh.
Wo war die JTF an? Warnung! Feindkräfte nähern sich! Na, falsche Taste, verdammt. Das war jetzt echt schwer. Na gut, ich habe Max-Level und wollte eine Waffen schon, also wenigstens eine halbwegs gute Ausrüstung. Das heißt, mein Schaden noch ziemlich unterirdisch, aber das liegt daran, dass ich eher auf Leben und auf Support gehe, weil ich in der Instanz unseren Supporter mimen werde. Ich mag die dabei. Sobald ich meine ACR, wie auch immer finde, in Gold wird die genommen wieder. Hallo. Alter, was geht denn jetzt da? Wo ist denn jetzt woher kommt denn diese riesige Masse an Gegnern gerade? Muni nehmen, weil mir gerade Muni ausgeht. Jetzt sollte er langsam die JDF eintreffen. Bereich gesichert. Lade Daten auf JDF-Netz hoch. So, dann zum nächsten Auftrag. Da hat gerade jemand was evakuiert aus der Dark Zone, ich höre es genau. Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Warnung! Kontaminierte Vorräte entdeckt. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Einen schönen Virenscan mal starten, mal gucken. Wie viel suche ich? 3 Virenscanner suche ich. Virale Scanner, wie auch immer. Naja, das sieht mir eher aus wie eine Leichenkammer als wie ein Sicherheitslager. Verdammt, wo ist denn dieser Scheiß? Ich kriege auch gleich die Krise. Sollen diese anderen 3 Stück sein? Vielleicht unten. Nur noch 6 Minuten, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir also ganz und gar nicht.
einer Palette hängen geblieben. Leck mich doch. Wie kann man an einer Palette hängen bleiben? Darüber laufe ich. Also hier unten ist keins. Und wenn, dann habe ich es völlig übersehen. Verdammt, wo ist das Ding? Wo ist das Ding? BZW, die Dinger. Ist ja mehr als eins. Das kann ich nicht aufmachen. Da komme ich auch nicht ran. Ey Mann, wo sind denn die Teile? Nur noch 5 Minuten und finde nicht mal ein zweites. Und die müssen auch irgendwo zwei von den Teilen sein. Keine Ahnung. Ach, fuck. Mit CK. Muss dann, wenn, dann unten sein. Weil hier ist nirgendwo was. So ein Scheiß-Scanner. Und da komme ich auch nicht rein. Keine Ahnung, wo die anderen beiden Teile sein sollen. Das läuft jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, dass die Zeit abgelaufen ist und ich keine Ahnung habe. Und davon also extrem viel. Ja, wie soll ich da reinkommen? Ich kann dieses Ding hier nicht betätigen. Da drin ist auf jeden Fall eins, aber wie komme ich da ran? Hä? Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Eines kontaminierten Gebiets. Ja, ich weiß, wir sind ja ein kontaminierter Reich. Das ist nicht aufmachbar. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Davon jede Menge. Und die Zeit läuft und läuft und läuft und es ist nicht zu erkennen, dass da irgendwo ein Knopf wäre oder irgendwas, was man betätigen kann. Es geht mir gerade gewaltig auf den Keks. Jetzt habe ich es. Jetzt, wo es eigentlich, glaube ich, zu spät ist.
zumal ich erst damit ans zweite rankomme, nicht ans dritte. Und ich muss ja noch zum Abgabepunkt. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Hier ist keiner von den Kontaminationsgedöns. Alter. Wo soll denn der letzte schon wieder sein? Ja, ich weiß, der Timer läuft ab. Ist mir jetzt gerade echt egal. Ich habe keine Ahnung, wo der letzte schon wieder ist. Und dieser Wichser nimmt schon wieder die Kiste nicht auf. Ich könnte gerade rumbrüllen vor Wut. Oh nein, ich brülle nicht, denn ich bin ein ganz entspannter Mensch. Toll. Toll, da ist eine Scheibe und du kommst nicht durch. Weil es wieder ein mega kugelsicheres Glas ist. Ach Mann. Ich bin gerade voll fuchsig. Ein riesiger Stapel Leichen. Särge. Alles voll damit. Ja, das ist diese Quarantänestation. Ja, das Einkaufscenter. Schon wieder Klitsche im Bild. Das Einkaufscenter mal wieder ein Leichenhaus, wie eigentlich jedes Einkaufscenter, wo Geld rumgegangen ist, weil da ist es ja ausgebrochen. Aber was bringt das hier anzuschalten? Keine Ahnung. Hier konnte man die Kontaminationsduschen. Alles mit Leichen gepflastert, selbst über tote Ratten. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Die haben ja am Fleisch gefressen haben. So, oben war eins und unten war eins. Wenn mich nicht alles täuscht. Ne, das andere auch unten. Hier nämlich. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Jetzt lauf zu. Lauf zu, Hans-Jürgen. Was zur Hölle geht da draußen ab? Na gut, mir im Endeffekt egal, aber... Hey. Wo waren das jetzt? Genau, die Treppe. Nicht wundern, wenn ich gerade so komisch laufe, nur gerade ist meine Stoppuhr ausgegangen, mein Tablet, wo die Stoppuhr drauf läuft. Und ich glaube, der Akku ist alle. Mann. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Ich muss ganz kurz gucken, wann. Okay. So. Hopp. Über uns, ja, wie komme ich jetzt da hoch? Ja, hier nicht. Ah, doch, hier lang. Ah, der Aufzug funktioniert jetzt auch. Schicke Maske.
Haben wir dann am Ende angefangen, die Leichen abzufackeln. Kontaminationsscan abgeschlossen. Daten auf JTF-Server geladen. Und dann weg hier aus der Leichenkammer. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Ah ja. So. Ich sag, den machen wir noch den Auftrag. Die beiden Aufträge werden wir beim nächsten Mal machen, wenn wir dann die Mission, bevor wir die Mission beginnen. Ich will keinen Streit. Naja, ich will auch keinen Streit. Ich lade nur nach. Nervenziege. Aktives Echo-Signal geortet. Ja, ich weiß, dass es ein Echo war, aber ich will jetzt nicht mit dem... Ich will jetzt einmal einen Running-Gag machen, wenn wir es einmal durchlaufen. Hört ihr mal auf, mich zu schießen, sonst drehe ich mich wirklich noch um. Potenzielle Feindbasis identifiziert. Eine Feindbasis, sehr schön. Das machen wir schnell. Blatt Ruhe da hinten. Haufenweise Kleidung. Wöchentlicher Auftrag, lila Gegner eliminieren. Naja, da reicht mir eine Hauptmission und da bin ich ganz schnell durch. Bereich gesichert. JTF benachrichtigt. Ja komm, wir machen die anderen beiden Aufträge. Ich weiß, ich mach mal wieder... Scheinbar haben wir eine Beschwerde von einem Anwohner, der die JTF nicht vom LNB unterscheiden kann. Es ist ziemlich eindeutig, wer wirklich seine Nachbarn aufmischt. Aber das ist ein Fall für Taten statt Worte. Ich schwöre, ich habe keinen blassen Schimmer, wie manche dieser Leute so lange überlebt haben. Ich weiß, es wird dann wieder massivst überzogen, die Folge, aber... Ich habe jetzt gerade echt irgendwie die Lust, das Ding schnellstens mal durchzumachen, die letzten paar Aufträge. Das ist ein Sperrgebiet. Unbefugte Verzeihung. Habt ihr vollkommen recht. Unbefugte werden erschossen. Leider Gottes seid ihr die Unbefugten. So. Unbefugte wurden erschossen. Dieses Viertel steht nun unter dem Schutz des Last Man Battalion. Ich wiederhole, Sie stehen unter dem Schutz des Last Man Battalion. Ja, finde ich toll, wenn wir unter dem Schutz vom Last Man Battalion sind. Oh, Name. Fuck, das habe ich jetzt nicht gesehen. Scheiße. Da war ein Name-Mob dabei. Boah, den wollen wir uns hier noch holen. Naja, das machen wir bei der nächsten Folge, würde ich sagen.
hier bei mir, dem Oromitz und Last. Na, Last Battalion, Gott! Nein, natürlich nicht Last Battalion. Wie komme ich auf das jetzt? Nein, nein, nein. Ach Gott, das bin ich mal wieder total. Nein. Natürlich The Division. Mit mir, dem Oromitz. Gottes Willen. Ich könnte mich gerade ohrfeigen. Ja, wir werden beim nächsten Mal weitersehen mit der Mission. Ich suche mir jetzt noch die gelben. Werdet ihr bei der nächsten Folge hoffentlich sehen, wenn ich sie finde. Bis dahin. Tschüss, euer Oromitz.